So, jetzt nehmt ihr euer Sprüher, hebt die Folie an und sprüht unten drunter die Scheibe und die Folie schön nass. Auf beiden Seiten. So, jetzt müsst ihr rechts und links außen an der Folie etwas ziehen, damit in der Mitte keine Falten sind. Sprüht die Folie nochmal nass und nehmt euren Rakel für außen und macht diesen Mittelstrich wieder nach rechts und nach links und in der Mitte einen Strich nach oben und nach unten. Das bedeutet, ihr teilt diese Folie im Endeffekt in vier Bereiche. Je nachdem, welchen Bereich ihr gerade bearbeitet, müsst ihr den Rakel in einer bestimmten Haltung haben. Das heißt, hier der linke obere Bereich, der Rakel ist leicht schräg nach links geneigt und so rakelt ihr die Folie jetzt richtig fest an der Scheibe und dadurch könnt ihr erkennen, wie gut ihr geföhnt habt. Der rechte Bereich, das heißt, der Rakel ist leicht nach rechts gekippt. Immer mit den Falten gehen, damit ihr, falls ihr schlecht geföhnt habt, keinen Knick reinmacht. So, jetzt links unten seht ihr auch wieder schön den Rakel leicht schräg. Immer Stückchen für Stückchen, nicht alles auf einmal an die Scheibe ranrakeln. Dann könnte es passieren, dass es einen Knick gibt. Aber so geht es recht gut. So, wenn dann alles, die ganze Folie an die Scheibe fest rangerakelt ist, werdet ihr noch ein paar kleinere Nasen entdecken, die ihr im Endeffekt einfach nochmal nachföhnen müsst, damit die Folie dann auch wirklich gut anliegt. Denn je besser sie jetzt einfach vor dem Verlegen an der Scheibe schon anliegt, desto einfacher ist es nachher, wenn ihr die Folie ins Auto reinmacht. Und dann müsst ihr nicht mehr so viel nachfüllen. Seht ihr oben und unten, seht ihr noch kleinere Nasen. Und genau diese werden wir jetzt nochmal nachfüllen, damit alles richtig anliegt. Füllen genauso wieder auf 350 Grad. Und diese Nasen da oben und unten werden nochmal nachgefüllt. Nehmt den Teflon-Rakel, dass ihr richtig Druck ausüben könnt. Einfach die Falte kurz föhnen, dann seht ihr, wie sie schrumpft und sobald sie geschrumpft ist, könnt ihr sie mit dem Rakel nach oben streichen und dann seht ihr, ob es gereicht hat, beziehungsweise ob ihr nochmal nachföhnen müsst. Und wenn alle kleineren Falten, beziehungsweise wenn alle Falten dann einfach weg sind, dann ist die Folie fertig zum Ausschneiden. So, ihr seht das hier schön, wie die Falten ganz rausgehen und die Folie richtig perfekt anliegt. Dann habt ihr das beste Ergebnis. So, wir sehen uns gleich im vierten Teil. Bis dann, macht's gut. Zuerst die Wische. Erstmal, weil unten ihr dieses längliche die Plastikteil, das man auf Windlauf die oder Windleitblech nennt, eine 16er Mutter. Das muss runter, damit die Scheibe einfach frei liegt. Einfach aufschrauben.